Ja, hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Game Collector. Heute gibt es mal wieder ein Blu-ray Special Video. Ich habe mir wieder zwei schöne Steelbooks gekauft, wieder von Kochfilms, also aus dem Kochshop. Wir haben hier einmal Darkman, hier im Zweier-Disc-Set mit viel Bonusmaterial und einmal Invasion vom Mars von Tobe Hooper. Ist ein Remake zum damaligen 50er-Jahre Schwarz-Weiß-Film. Und ich glaube, bei Invasion vom Mars müsste es schon gar eine Heimkino-Premiere sein. Ebenfalls Zweier Disc Edition mit sehr viel Bonusmaterial. Das Ganze exklusiv bei Kochfilms im Shop. Link packe ich euch für beide Filme natürlich in die Infobox. Ich habe jetzt da pro Steelbook, glaube ich, 20 Euro bezahlt. Müsste, glaube ich, der aktuelle Preis schon gar sein. Das Ganze ist am 25. März erschienen und kam bei mir heute dann vor ein paar Tagen mit der Post an. Übrigens wieder sehr gut verpackt, das Ganze verschickt. Ich habe euch ja schon die anderen zwei Steelbooks aus dem Hause Kochfilms vorgestellt, einmal Wedlock und einmal Supernova. Gut, aber lange geplappert. Wir fangen jetzt gleich mit dem ersten an, und zwar mit Darkman. Den ersten Teil gibt insgesamt drei Teile, aber der erste ist und bleibt natürlich der beste. Hier mit Liam Neeson in der Hauptrolle, einer seiner ersten großen Rollen somit. Das Ganze natürlich von Sam Raimi, dem Spider-Man-Regisseur. Richtig geiler Film. Ich denke, die meisten dürften den Film Darkman kennen. Ich habe ihn damals öfters von der Videothek ausgeliehen. Die meisten Videotheken hatten ja den nicht mehr, weil er schon zu alt war. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber es geht trotzdem einfach. Also, die Klebepuppel gehen ziemlich einfach runter. Also, haben wir hier dieses grenzgeniale Motiv. Hier haben wir den Darkman abgebildet, hier die Masken, die Gesichtsmasken, die hier hängen. Hier die Unterschrift vom Designer, des Zeichners von diesem Steelbook. Genau, hier wird schon beworben, Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Also das heißt, Sam Raimi führt demnächst beim nächsten Doctor Strange Regie wird hier schon mal beworben. Und hier haben wir die ganzen Extras. Kurz zum Film. Peyton Westlake ist der Wissenschaftler, der eine synthetische Haut herstellen möchte, die dann den also den Verbrennungsopfern helfen sollen, dass sie wieder vernünftig ausschauen. Aber er wird dann brutal getötet und wird dann selbst entstellt und dann möchte er sich an seinen Peinigern rächen, indem dass er sich eben als sie verkleidet mit den Gesichtsmasken und er bringt halt die Unterwelt dann ein bisschen durcheinander. Und da weiß keiner, ist es jetzt der Richtige oder ist es der Falsche. So viel zum Thema, zum Film. So, da haben wir hier das Frontmotiv, hier an der Seite den Spine und hier die Rückseite. Hier steht nochmal Darkman, das passt. Natürlich wieder sehr fingerabdruckempfindlich. Ja, ist kein schlechtes Steelbook, schaut gut aus, sehr massiv. Und dann haben wir hier das Zweier-Disc-Set, dann haben wir hier einen richtig schönen Innendruck, der gefällt mir. Die Discs sind hier so in grün gehalten. Haben wir hier den Film. Und dann hätten wir hier die Extras. Es hätte mal eine Serie kommen sollen, aber die war dann doch irgendwie ein Flop, beziehungsweise das Ganze haben sie dann wieder eingestampft. So, dann haben wir den Innendruck, der ist in Schwarz-Weiß. Das ist eine Szene, wo er da sozusagen auf der Flucht ist. Hier zwar in Schwarz-Weiß, schaut aber trotzdem gestochen scharf aus. Ja, und hier eben das gesamte Steelbook. Ja, für den Preis kann man nicht meckern. Es ist jetzt nicht mega extrem teuer. Gesagt, sehr massiv. Nicht schlecht. Legen wir es mal zur Seite. So, dann haben wir Invasion vom Mars. Den Film kenne ich persönlich noch nicht. Ich habe ihn noch nie gesehen. Deswegen wird es für mich komplett Neuland. Aber das Frontmotiv schaut schon mal grenzgenial aus. Gut, die Klebepuppel, die sind jetzt nicht so mega
extrem aggressiv, aber es ist trotzdem ein bisschen sinnlos. So. Vom Regisseur vom Texas Chainsaw Massacre natürlich das Original. Und hier steht es dann auch nochmal von dem damaligen Klassiker von 1953. Genau, hier steht es nochmal. Könnt ihr euch alles durchlesen. So, das Frontmotiv schaut schon mal richtig klasse aus. Das gefällt mir richtig geil. Und da haben sie wirklich noch echte Puppen verwendet. Also ich habe da ein paar Screenshots auf der Koch-Media-Seite gesehen. Das lässt sich auf jeden Fall gut anschauen. Ich weiß gar nicht, ist der Film von 86? Müsste jetzt mal lügen. Mal schnell gucken. Jetzt bin ich ein bisschen im Verzug. Jetzt steht hier nicht da, was auf dem Jahr der Film ist. Mal gucken, ob es auf der Blu-ray drauf steht. So. Das ist die Blu-ray. Meistens steht es da so an der Seite. Ja, 86. Habe ich gut geraten. War jetzt eher unbeabsichtigt. Und dann haben wir hier den Innendruck. Und das wären dann die Extras. Also die Effekte scheinen richtig gut zu sein. Haben wir hier den Jungen oder das Mädchen. Ich weiß, ich bin mir jetzt da gar nicht sicher. Ich habe gesagt, ich kenne den Film null. Ich habe davon gehört, aber ich habe ihn noch nie gesehen. Aber meistens kann man bei solchen Filmen nichts verkehrt machen, weil die sind immer gut gemacht gewesen in den 80ern. Also besonders diese Invasionsfilme, auch Science Fiction aus den 80ern. Da haben sie noch wirklich sehr viel Liebe ins Detail gesteckt, was sozusagen die Effekte betrifft. Alles praktische Effekte. Ja, zwei wunderschöne Steelbooks. Massiv, preislich, vollkommen in Ordnung, muss ich echt sagen. Wirklich absolut top verarbeitet. Geile Covermotive und es sind auf jeden Fall zwei coole Kultfilme. Also Darkman sowieso, den kenne ich, habe ich schon so oft gesehen, aber hier Invasion von Mars muss ich noch erstmal sichten. Ja, wenn ihr die beiden Filme bereits gesehen habt, schreibt es mal in die Kommentare, wie sie euch gefallen. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, über ein Abo und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Link packe ich in die Infobox, damit ihr euch diese beiden Steelbooks auch holen könnt. Ja, dann hätte ich gesagt, sind wir durch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ja, und wir hören und sehen uns zum nächsten Video. Ciao!